Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge und Aufnahme vom Witcher 3. Wir sind jetzt hier in der Folgenpause schon mal hierher gereist an den Ort des Geschehens und ja, schauen mal, was jetzt hier passiert. Also anscheinend müssen wir... Ja, da ist ein Zwerg. Aha. Aha, genau, sag ich auch. So, und hier oben soll dann unser Sultan sein. Tja, und dann geht es hier wohl los. Und dann gucken wir mal, ob wir Rittersporn retten können. Ich denke schon. Und was dann passiert vor allem. Ich bin ja mal wirklich gespannt. Also, keine Ahnung, was da noch auf uns zukommt. So, das würde ich erstmal gerne hier draufhauen. Ja, nochmal speichern und auf geht's. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Aber? Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber? Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Ja, das fällt auf. Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ich würde es auch gern anders machen. Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ja, bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Ich würde sie eigentlich nicht gerne hier dabei haben. Witcher ist ein echtes Arschlochspiel. Wenn wir jetzt sagen, gut, sie soll bleiben und dann geht die drauf. Wir haben gespeichert. Ich würde soweit sagen, ja, okay. Dann soll sie halt bleiben, aber sie soll sich im Hintergrund halten, in Sicherheit begeben. Und wenn es nicht klappt, Alter, dann wird geladen. Ja, Kali, same. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwind? 4 Gwind, oder was? Sicher, spielen wir. So, mal gucken. Wir haben ja keine neuen Karten oder sonst irgendwas gekauft. Wir werden sicherlich auch ganz gnadenvoll verlieren. Gucken wir mal. Also wir können ablegen und neu ziehen, wenn wir wollen. Ja, den dichten Nebel brauchen wir eigentlich nicht. Den können wir ziehen, wenn wir wollen. Ah, okay, ja. Die sah zwar das letzte Mal noch anders aus, aber okay. Gut, dann, ja. Klar, nee, schon wieder 11.
Ich habe ja noch zwei Spione, ne? Da muss ich gucken, dass ich die sinnvoll einsetze dann. Nahkampf. Okay, das wollte ich jetzt gerade nochmal gucken. Nee, bitte nicht. Bin halt jetzt kurz davor zu sagen, komm, wir verbrennen das, aber ich guck lieber halt erstmal. Was war denn hier mit dem? Ja. Okay, nee, die will ich später erst haben. Ist halt jetzt schwierig, ne? Mist, das ist jetzt gerade wirklich blöd, dass er die Karte gelegt hat hier. Naja, komm, ich mach einfach mal. Hätte ich nicht auch eine von meinen verbrennen müssen? Ich weiß halt nicht, ob ich die jetzt schon spielen soll oder später erst. Warte mal, was war denn hier? Karte aus dem Ablagestapel. Ja, die behalte ich mal noch. Warte mal. Ja, pass auf, dann machen wir den hier wirklich jetzt als nächstes. Jetzt hier richtig schön reinzacken. Ein paar Karten reinholen. Der Gegner passt. Warte mal, jetzt könnte ich ja hier die Kälte machen. Dann wären das hier 3 Punkte. Ich hätte einen. Und dann nehme ich einen 5er oder sowas jetzt doch hier raus. Und habe die Runde gewonnen erstmal. Das machen wir mal. Ah ja, komm, wir probieren es einfach mal. So, dann haben wir hier... warte. Ne, den 5er will ich nicht. Dann nehme ich hier den 6er, weil die anderen kann ich ja hier nicht nehmen. Dann nehmen wir das. So. Und passen. So. Ich könnte jetzt auf absolut Terror gehen und dann machen die irgendwie, weiß ich nicht, Regen oder so, keine Ahnung, und dann ist das hier hinten alles wieder erledigt. Das kann natürlich sein, aber okay, komm, wir machen mal. Na, weil die können sich jetzt hier verstärken, wir haben hier noch die, dann können wir hier noch eine aus dem Abziehstapel, können wir noch holen und so weiter. Das heißt, da könnten wir ein bisschen was tun. Aber ich schaue erstmal, ob wir eventuell nicht mit anderen mal gucken. Ein bisschen rauszögern und rauslocken erstmal. Na komm, Kira. Reicht.
Da kann sie einen wieder zurückholen, ja. Ah, Mist. Ja, Spionenkarten sind schon manchmal echt nicht verkehrt, ne? Ich würde halt jetzt gerne auf, ne, quasi auf alles gehen, aber ich glaube, das ist auch nicht gerade so geil. Ich würde halt mal eine Runde gern aussetzen oder sowas, aber doch nicht gleich komplett. Was kann ich? Ich kann Nebel, ne? Was war denn jetzt Nebel gleich nochmal? Ich glaube, Nebel war hier, ne? Aber die kann ja eh nicht davon beeinflusst werden, von daher geht's. Dann machen wir hier. Ach ja. Mit dem kommen wir trotzdem weiter. Kann ich mir jetzt eine raussuchen oder was von denen? Dann würde ich jetzt erstmal die hier auswählen. Na, jetzt ist eh, glaube ich, so gut wie verloren, oder? Ich könnte jetzt noch mal verlieren und dann auf die letzten beiden pokern. Oder ich versuche halt jetzt alles in die Waagschale zu werfen und dann zu gucken. Wenn es mehr oder minder ist, das eh egal. Ich könnte mir halt jetzt hier den Nebel holen. Der Nebel würde jetzt hier die runterziehen auf 2. Obwohl, warte mal, das kann ich noch gucken. Das sind 2, das sind 12, das sind 14. Und hier habe ich aber 3, 5, 15. Mal gucken. Ja gut, und jetzt kommt noch eine 10er-Karte, oder? Pass auf, ich weiß es doch. Nö. Ja, gut. Da haben wir es ganz knapp mit einem Punkt gewonnen. Jawohl. Das war eine dumme Idee. Du warst diejenige, die spielen wollte. Sie kommen! Da kommen sie! Gewonnen! Priscilla, bleib hier. Genau. Bitte, Priscilla. Wir wollen nicht, dass dir was passiert. Du hast kein Schwert, du hast keine Rüstung, du hast nichts dabei, was im Kampf hilft. Uns. Na gut, okay. Vorsicht! Da sind noch 3 Arschgesichter! Hier sind sie durchgeritten. Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Ja, ich suche ja schon. Da haben wir welche, da haben wir welche. Da ist was rot, da ist was rot. Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen.
hier, das kennen wir doch noch, diese... Beruhige dich, Plätze. Das sind nur Bienen. Ja. Aber das, hier waren wir ja schon. Bei den Bienen. Hufspuren. Haben wir ja auch alles schon. Langsam. Jetzt versuchen sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Ist sie sicher? Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Nein, alles klar, das war Rittersport. Woher kommst du? Da links abgebogen. Aha, ja, nö, ja, ja, klar. Nö, klar. Sieht aus, sieht, als würde es lahmen. Ja. Man sieht die roten Dinger jetzt relativ wenig. Oh, ja, das lahmt jetzt nicht mehr. Ihr Pferd ist zusammengebrochen. Sie können nicht mehr weit sein. Was ist los? Sag du's uns! Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja, permanent am Faseln. Rittersporn. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wo ist dieser andere Zugang? Bist du etwa neugierig? Das ist ein ganz normaler Tunnel, ein Fluchtweg, falls es Probleme gibt. Wir, ja, dann können wir ja auch reinfliehen. Rein. Geschweige denn zeigen wir ihnen den Tunnel. Und da, sei still. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Danke. Oh, dieses Rumgenöle hier. Setz dich dahin, dahin, sag ich, und sei still. Diskutieren ewig rum und dann... Aber was dann? Wie lange willst du mich in dieser Hütte festhalten? Komm, mach auf. Mach auf, Geralt. Mensch. Und da macht er auf und fällt runter. Was ist denn das für ein Knallkopf? Ach Gott, nee. Ach, Geralt, manchmal, weißt du? Ja, gut. Ne? Und so. So, dann gehen wir jetzt von der anderen Seite ran. Vielleicht ist er dann nicht so, dass er sich von der Tür wegdrücken lässt und dann runterhüpft. So, sieht's jetzt aus. Oh, weiter, weiter, weiter. Okay. Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Weißt du gar nicht, weißt du gar nicht. Nee, nee, nee. Oder? Und keine Mätzchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Masthelden, verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. 100 Goldbarren. Nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will nicht Julian Alfred Pankratz bis kaum der letzten Hof sein. Bis kaum. Bitte, gib mir doch wieder Ritterstaub. Das, mein Freund, nennt man Pseudonym. Ich kann auch nicht jedem dahergelaufenen Idioten meinen vollen Titel auf die Nacht. Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Still, ich höre doch was. Wie? Nein, weißt du, ich und ein Knebel. Wir packen dich. Ich
können auch nicht schleichen, ne? Das ist halt. Stirb! Ach, echt jetzt? Ich dachte, wir können den eventuell wenigstens irgendwie mal mit ihm reden oder so. Ja, Rittersporn, ich kann gerade nicht. Du willst mir bestimmt was sagen, was ihr jetzt abgesprochen habt miteinander, aber ich kann dich halt nicht befreien, ohne dass wir zu Ende gekämpft haben, ne? Schönes Haus hier, ne? Auch so mit den Farben, scheinen so Künstler zu sein, ne? Angenehm. So. Schön, schön haben sie es hier. Tja, ja. Ist eigentlich auch schön, ne? So mal den. Mal mit Rittersporn in einem Raum zu sein und man hört nicht die ganze Zeit das Gefase von dem. Sehr gut. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit, reden wir draußen. Okay, dir geht's gut. Was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich... Also, nein. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ein echter Dark Souls-Moment, oh ja, das... Es ist, manchmal ist die Bewegung vom Geralt, ne, du tippst das an und Geralt so 5 Schritte vorwärts und denkst so... Ja, okay. Nein. Bitte nicht. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ja auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Krieg ich noch einen guten Screenshot hin? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Da geh ich weg. Spiel mal wieder Ciri. Sieg ist so gut. Hä? Wir sollen einfach rennen. Reißt euch zusammen, Jungs. Sie haben die Tore blockiert. Wir müssen rennen. Schnappt ihr ein Pferd. Zum Tempel. Nein. Ja, so, jetzt hin. Kann ich mal drüber springen? Könntest du bitte... Danke. Jetzt renn doch mal, Mensch. Warum hört das Pferd jedes Mal auf, um zu galoppieren? Lass dein Pferd hier! Es muss sein! Wir sind fast da! Ja, na dann, wohin? Jetzt!
Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Jawohl! Und nochmal, komm schon! So mit deiner Dame um! So geht man mit einem Sack um! Ciri! Rittersporn? Du kannst doch jetzt. Ciri? Was? Verdammt! Nehmt diesen Mann fest! Ja, bist du Himmelfahrt oder was? Ach, was für ein Abenteuer! Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ja, die hat sich wegteleportiert, okay. Soweit, so gut. Und das wusste sie wahrscheinlich selber nicht, dass sie das kann. Da sie ja nicht weiß unbedingt, was ihre Kräfte oder wie sie ihre Kräfte steuern kann und alles. Das ist okay. Und Rittersporn wusste davon ja auch absolut nichts, aber. Was ist mit dem Pfeil? Hat sie es noch geschafft? Ist er mit wegteleportiert? Und als sie dort angekommen ist, wo sie hinteleportiert ist, was war dann mit dem Pfeil? Hat der immer noch die Flugbahn gehabt? Hat der sie immer noch irgendwie in die Schulter getroffen, ins Herz getroffen, in den Kopf getroffen, in die Brust, irgendwas? Fuck. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Dieses Phylakterium? Was hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Er ist definitiv außer sich. Also, die Seele ist außerhalb seines Körpers. Ja, ja, ja. Das stimmt wohl. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Kann man selten selbst sehen. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst? Doch. Es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Wafail Elaine,
ket milfoli. Gledif dorn epteneit bundro itne iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Es ist egal, es geht nicht darum, ob Ciri sich selber grundsätzlich verteidigen kann gegen Banditenschmutz, der da draußen rumhüpft oder sowas. Oder auch gegen manche Monster, da haben wir sie gut genug gelehrt. Aber die wilde Jagd, das ist nochmal was ganz was anderes. Und vor allem noch viel schlimmer. Wenn die wilde Jagd sie fängt und mit ihrem Blut rumexperimentiert oder die Experimente schon so weit durch sind und sie nur noch das Blut brauchen, um ihren Plan umzusetzen, ist das scheißegal, wie gut sie kämpfen kann. Sie wird es nicht schaffen, gegen die komplette wilde Jagd anzukämpfen. Es geht nicht, das würden wir auch nicht schaffen. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Ja, dann also, auch Skellige. Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Was für eine Kamerafahrt. Ich habe nichts gemacht. Das Hin- und Herwippen war nicht ich. Blood and Wine. Glückwunsch, du kannst jetzt in der Erweiterung Blood and Wine auf Abenteuer gehen. Deine bisher verfolgte Quest wurde gegen die erste Quest von Blood and Wine ausgetauscht. Wir empfehlen grundsätzlich, die Erweiterung erst mit einem Charakter ab Stufe 34 zu spielen. Viel Spaß und viel Glück auf deinem Weg. Ja, okay. Hier, da, ich, da. Alter. 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 Hört wieder nicht auf. Alles klar. Aber was sollte er damit denn wollen? Wir müssen also das Spiel neu starten. Wie beim letzten Mal. Wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Geil. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja. Woher hab ich's denn? Na schön. Lebt wohl. Oh, es hat aufgehört, hin und her zu upsen. Sehr schön. Okay, gut, ja, wir haben, Hierarch. Geralt, Kumpel. Zoltan, Kumpel. Okay, alles klar. Und so. Jetzt mal diese Printtraube mitgenommen. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Also. Okay.
machen. So, dann ist das dann eine Nebenquest, dass wir nochmal hingucken zu ihm? Kabarett, ja, okay. Tja, dann entscheiden wir uns jetzt gleich mal in der Folgenpause, in welche Richtung wir jetzt weitergehen wollen. Ob wir jetzt diese Quest hier noch machen oder ob wir jetzt sagen, nee, komm, wird langsam Zeit nach Skellige, oder ob wir sagen, komm, machen wir die noch. Eventuell ist das einfach die letzte Quest, die wir jetzt hier erstmal in dem Rahmen, vor allem mit der niedrigen Stufe hier noch haben. Und danach gehen wir nach Skellige. Das entscheiden wir jetzt gleich mal in der Folgenpause. Aber jetzt ist erstmal, denke ich, genug soweit für diese Folge. Boah, die Bäume sehen schon... So, ohne Mist, da können sich manche Spieler echt nochmal eine Scheibe abschneiden. Ich meine, na klar, dass die hier jetzt wegploppen, wenn wir da in der Kamera dorthin fahren, das finde ich okay. Finde ich gut. Aber was so die Qualität und die Strukturen und so angeht. Ja, doch, das sieht schon geil aus. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.